Schon aktiv. So, hallo zu einer Spezialfolge von Let's Play Aesop mit der Alysis. Was geht ab? Die Spezialfolge ist so spezial, weil ich gerade im Bett sitze, weil mir nicht so gut geht. Und weil ich während des Runs einfach mal esse und gar nichts tue. Ja, genau. Mit anderen Worten, ich lasse mich ziehen, weil ich am Essen bin. Das ist ein fauler Sack. Also sorry, wenn man in der Aufnahme mein Gekaue hört. Aber ne? Keine Angst, man merkt sowieso nicht, dass er nicht mitmacht. Fick dich. Boah, im Ernst, ich habe es so vermisst, mit jemandem zusammen aufzunehmen, ne? Ja, warum levelst du auch vor? Das ist ja deine eigene Schuld. Ja, dann ist mir langweilig und dann freue ich mich, dass ich alleine aufnehme. Und hinterher freue ich mich, wenn ich wieder mit anderen zusammen aufnehmen kann. Ist halt ja. So. Jetzt bin ich ja wieder da. Ja. Und den nächsten Tagen werde ich dann auch aufholen, dann werden wir da vereint sein. Und Julia werden wir dann auch noch ziehen, damit sie auch wieder mit uns vereint ist. Halt. Ja, genau, haben wir uns ja vorgenommen, wenn wir Level 70 sind. Upsala. Ich esse übrigens ein gefülltes Hackfleisch. Bums mit Gouda-Käse drin gefüllt, Pommes, ein Salat und mehreren Soßen und Dressings und so. Ja, ganz was Feines. Das schmeckt übel geil. Und gekauft von der geilsten Dönerbude bei mir in der Gegend. Ja, genau, Leute. In der Dönerbude bekommt ihr gefülltes Hackfleisch. Ist so. Voll die Premium-Bude, Alter. Premium. Ja, Premium. Das ist eins der Worte, die ich ganz oft benutze. Pete's Meat Let's Plays for the win. Ich sag mal nichts. Man kann sich aussuchen, mit welcher Füllung man haben. Entweder man kann Feta-Käse nehmen oder Gouda. Ich hab Gouda genommen. Oh, so eine krasse Auswahl. Feta oder Gouda. Ja, die Karte ist halt noch viel größer, nur da gibt's es gibt nur zwei Füllungen. Ich dachte, du kommst mit Feta, Gouda, Emmentaler, Gorgonzola. Was du so für Käsearten kennst. Ich bin ein Käsefreak. Käsefanatiker. Am besten schmecken mir solche Käsetoasties mit Emmentaler. Das schmeckt richtig geil. Kenn ich nicht. Ich muss dir ein Foto schicken. Genau, ich mache ein Tutorial fürs Let's Play. How to make a toasty with cheese. Warum auf einmal auf Englisch? Ja, okay, auf Englisch. Ja? Willst du die breitere Masse ansprechen können? Nee, ich will auch die normalgewichtige ansprechen. Irgendwie stresse ich mich hier gerade eben übel beim Essen und bin voll am Runterschlingen, weil ich dich nicht die ganze Zeit mich ziehen lassen will. Aber eigentlich sollte ich mich entspannen. Entspann dich doch auch, ich hab doch nichts dagegen. Wie oft denn noch? Ja, ich merke ja nicht mal, dass so viel ist. Ja, okay. Fick dich. Immer noch. Okay. Ich entspanne mich ein wenig. Ergreif dich an! Ich hab dich gerettet. Ich hab die meisten AP aus der Gruppe. Träum noch weiter. Das liegt alles nur daran, dass ich so gut bin und mich nie treffen lasse. Raumherrscher. Du warst ans Ende der Stage. Du frisst dich voll. Das hat nichts mit Gutsein zu tun. Ja, okay, doch. Irgendwie schon. Du hast irgendwie die Fähigkeit, andere für dich arbeiten zu lassen. Eben. Und es fällt dir noch nicht mal auf. Ich bin wie ein Ninja. Ich bin da, aber du merkst es nicht. Boah, ich bin immer noch so am Abfallen wegen dieser einen Folge, ne? Da haben wir einmal hin das Raumzeit gemacht, zu zweit, ne? Und da habe ich wirklich so was Schlechtes über dich gesagt, so wie schlecht du spielst, und da hast du das echt nicht mitgekriegt. Echt nicht? Ich habe dann so gesagt, ne? Und dann du so. Ja, okay, ja.
Hast recht, irgendwie sowas. Und da hast du gar nicht mitgekriegt, dass es so persönlich auf dich war, ne? Da habe ich da auch so in den Chat geschrieben, oh mein Gott, der merkt das nicht. Lol. Ja, leck mich doch. Ich muss doch mal gucken, welche Folge das war. Vielleicht ist es ja die, die ich gestern hochgeladen habe, beziehungsweise heute Morgen. Ja, das war ja die Hähne-Folge da. Aber da waren wir zu dritt. Ach so. Wow. Da hat man ja noch endlich Julia gehört. Alter. Er kann fliegen. Yay, hochwertiger Wälder-Kämpfer-Speer. Ja, die machen wir alle nach. In 3 Minuten ist das EXP-Event vorbei. Achso, ja Leute, gerade eben läuft ein EXP-Event, doppelte EXP. Und danach, 2 Stunden lang unendlich Wille. Genau. Das heißt, im Moment sind wir am Durchleveln. Ja, wir machen natürlich unseren Nutzen daraus. Ja, und morgen ist dasselbe nochmal. Jupp. Und warum? Die meisten von euch wissen warum. Und zwar, weil wegen den Problemen, die es gab mit zum Beispiel diesen Avatar-Würfel für Alice, den man eigentlich bekommen sollte. Ich hoffe, der kommt noch, sonst bin ich sauer. Und wegen die Leute, die ganze Zeit Dauerkicks gehabt hatten, weil sie Probleme mit dem Update hatten und so, und alle 5 Minuten runtergeschmissen wurden. Ach komm, schon geh kaputt. Danke. Boah, das schmeckt so gut. Einfach mal im Let's Play was zu essen, ey. Ich bin so professionell. So, ich würde sagen, wir haben die Zeit gut ausgenutzt. Noch genau 1 Minute, da ist es vorbei. Stimmt. Eieiei. Irgendwann können wir auch anfangen, wieder SDs zu machen. Läuft die Aufnahme noch? Ich hab dich gerade gemutet, kurz. Ja, die Aufnahme lief und ich hab dich gefragt, ob du nicht auch der Meinung bist, dass wir bald mal auch SDs machen sollten. Ja, sollten wir. Wäre doch geil. So. Ich mache euch mal einen kurzen Schnitt, weil nochmal den Dungeon zeigen will ich nicht. Ich dachte, da wäre jetzt schon die letzte Experte-Quest. Wir sehen uns. Willkommen zurück. Hallo. Momoshi. Ich bin jetzt auch fertig mit Essen. Ja, oder auch Zeit. Ja, ich habe jetzt. Die Bauchschmerzen sind jetzt übrigens auch weg. Ah, das ist gut. Ich habe noch ein bisschen Bauchschmerzen, aber meine Decke hilft. Ja, ich habe auch eine Decke hier. Boah, ich gehe gleich wieder mit Pikachu schmusen. Mit Pikachu? Ich habe so eine 30 cm Plüsch-Pikachu-Figur. Geil! Von Pokémon Day. Geil! Habe ich mir geholt und echt, wenn ich mies drauf bin, dann kannst du die. Also wenn du mies drauf bist, kannst du die richtig gut in den Arm nehmen und mit den Ohren, das passt perfekt, so wenn du das so Oberkörper so ranhältst. Also wie ein normales Stoff dir so ein großes. Und die Ohren gehen dann genau an dein Gesicht vorbei. Ist richtig cool. Weißt du, du erinnerst dich ja, dass du mal so ein paar Mal so Momente hast, wo du dir denkst, zum Glück sind wir nicht in der Aufnahme. Ich habe gerade so einen Moment, wo ich denke, zum Glück sind wir in der Aufnahme. Ja, wieso das denn? Wegen deiner Story? Ach. So interessant ist sie auch nicht. Ja. Verdammt. Oh, fuck. Bist du auch runtergefallen? Ja. Ich hab vorher erschrocken. Ich nicht. Ich hab nur gedacht, oh scheiße. Hast du es auch gehört? Ja. Was war das? Keine Ahnung. Also es war TS, aber warum? Julia vielleicht? War das Julia oder bist du das? Das war ich gerade, ich habe in die Flasche gepustet. Nein, nein, ich meine das TS-Geräusch. Ach so, nö.
kommt halt manchmal vor. Aber mir wird nichts angezeigt. Ja, das sind so Verbindungsstörungen. Ach so. Ja, ich habe TS ja noch nicht so lange, ich kenne mich damit noch nicht so aus. Ja, die sind aber nicht oft da, die Verstörungen. Hm. Hoffentlich stört das jetzt nicht in der Aufnahme. Nein. Also, dass man, dass wir uns verzerrt anhören oder so. Oder ich. Nein. Bin. Na dann. Sorry fürs Rutschen. Wie war es nochmal mit Momenten, wo man sich denkt, zum Glück sind wir nicht in der Aufnahme? Zum Glück sind wir, ja. Ja, ich bin in der Aufnahme, das musste die Menschheit einfach mitkriegen. Ja, ich war gerade, ich habe ja gerade gegessen und so. Ja, ja. Also, ist ja ein legitimer Grund jetzt zurück. Das ist auch, ich rede jetzt nicht über meinen anderen Ausgang. Mit dieser Tatsache, die dich schockiert hat. Vor allem, wie sie aus dem Nichts kam, Mann. Aus dem Nichts. Eigentlich sollte ich die Story jetzt nochmal erzählen, aber ich lasse es lieber. Na je. Wobei die Welt ein Recht darauf hat, das zu erfahren. Wenn ihr das unbedingt erfahren wollt, schreibt es in die Kommentare. Oh mein Gott, Junge. Ich werde dann darauf antworten. Wie es aus dem Nichts kam und voll eklig war, Mann. Eklig ist das nicht. Nur merkwürdig. Das war krass eklig. Das ist nur merkwürdig. Nicht eklig. Das war beides. Einigen wir uns, es war ein gesundes Mittelmaß aus merkwürdig und eklig. Nein, nicht mal annähernd. Oh, wir haben aber auch eine Schraube locker. Ja, ein bisschen. Vor allem, wann wird man dieses Let's Play hier sehen? Also die Folge in einem Monat? Ja, gut möglich bei den Folgen, die ich jetzt schon aufgenommen habe. Obwohl, in den Ferien werde ich pro Nacht 2-3 Folgen hochladen. Okay. Mache ich immer in den Ferien. Ja, ist ja in einer Woche. Ja, habe ich ein bisschen mehr Zeit, kann nebenbei schneller wandern. Zwischenbei? Ja, nebenbei. Übrigens, ich frag mich wirklich, was für ein Datum das ist, sein wird, wenn diese Folge rauskommt. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, jetzt gerade ist der 5.4., ein Samstag. Ja, ein wundertoller Samstag. Wundertoller? Wundertoll. Was geht mit deinem Deutsch, Mann? Ja, man kann Deutsch gehen. Ja, krass. Ehrlich? War das jetzt nötig? Wo ist das Viech, Alter? Du meinst diesen Puppenmeister? Oder Puppenmeister? Hast du nicht die zweite Folge oder die dritte Folge irgendwas mit Deutsch benannt? Deutsch für den Arsch. Ja, kannst du in dieser Folge auch wieder nennen. Nur dann Hashtag 2. Ja. Oder Deutsch für den Arsch, die zweite. Wenn ich dann daran noch erinnerst. Ah ja, naja, bist ja eh gleich dann noch. Ja, natürlich erinnere ich mich an die eine Folge. Oh. Wie entsteht eigentlich eine Folge bei dir? Glaub mal. Was meinst du damit? Ist ja klar, erstmal die Aufnahme, ja, und die Cuts da drin, aber was machst du danach? Ach, danach muss ich es bearbeiten, danach muss ich es kommentieren, damit es nicht allzu lange dauert mit dem Hochladen. Ich muss das Outro einfügen. Eventuell muss ich noch irgendwas mit dem Sound machen, dass alles vernünftig klingt. Und ja, das war's. Dauert insgesamt pro Video vielleicht 1 bis 2 Stunden. Bei Videos, okay, die über eine halbe Stunde sind, vielleicht auch sogar 3 Stunden. Okay. Deswegen lade ich immer nachts hoch, weil dann schlafe ich und dann kann ich die 5 Stunden hochladen. Ich habe so eine scheiß Internetverbindung. Dann läuft der PC ja fast 24/7 bei dir. Ja, fast. Nur wenn ich zur Schule bin, ist er aus. Hm. Ich habe 97,6%. 95,6 habe ich. XP und ich will auf das Feld gehen und jetzt den Restprozent dann noch gerade eben schnell holen. Und ja, okay, ich komme mit. Beginnen mal in ein gemeinsames Feld, ne? Jo, in welches? Sollen wir Hamelhafen gehen? Bellerhafen.
Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist das letzte Feld vom Wälder. Ja, okay. Dann gehst du einfach oben zur Straße des Friedens, rennst da nach oben durch. Alter, ich sollte den Ton gleich mal wirklich leiser machen vor dem Fernseher. Ich warte hier gerade auch auf dich. Ich bin auf dem Weg. Ich versuche den Weg zu finden gerade. Aber erstmal schaue ich in der Pinwand, ob da Quests sind. Jupp. Das ist übrigens eine, falls du die noch nicht angenommen hast, deine Dungeon Quest, die du noch annehmen kannst. Ach, so ein Hundeläden, ne? Mm-mm. Die auch, aber noch eine. Und zwar schöne neue Waffe von Hanna. Ach so, ja, da musst du nur noch Elderreisen sprechen. Nee, das war schon davor. Das ist eine andere. Wo ist... Also, muss jetzt... Wenn ich beim Uhrenturm Platz stehe, muss dann links auf dieser Brücke dann rauf oder rechts? Rechts oben. Wie rechts oben? Ich meine, ich bin ja jetzt auf der rechten Seite. Und einmal kann man rechts laufen und einmal kann man noch hochspringen und dann zu dieser Brücke. Ach, ich laufe jetzt einfach hin. Hier, ich hüpfe. Ah, da. Ja, alles klar. Ich sehe dich. Ja, komm. Läuft die Aufnahme eigentlich noch? Ja. Dasselbe Werf tue ich noch hier rein. Also. Auf geht's. Ich habe echt manchmal Probleme herauszufinden, ob die Aufnahme gerade noch läuft oder nicht. Ja, aber mittlerweile klappt es auch mit dem Reden während der Aufnahme. Ja, das stimmt. Oh, nee, ich weiß noch, am Anfang, da war richtig schlimm. Kaum was gesagt. Da waren wir noch voll, zumindest war ich dann noch voll schüchtern. Scheiße, ist der Fernseher laut. So, jetzt muss noch ein Feld weiter, du bist am Elioshafen. Wie? Ich bin Straße des Friedens. Achso. Ja, du musst noch eins weiter. Oh, Junge. Sag mir das doch früher. Hab ich doch. Ich klopp hier auf die Mobs ein, weil ich dachte, das wäre das Feld. Warte, wo geht's denn zum nächsten? Einfach links weiter. Und dann nach oben rechts. Sackgasse. Okay, oben rechts. Ohne Spaß, Ada. Elioshafen. Irgendwie, manchmal habe ich echt das Problem, dass ich mich auf den Fields einfach verlaufe. Vor allen Dingen auf den Bällen. Geh mal nach unten. Oh, ja, okay. Dann mache ich hier oben die Gegner und dann kannst du unten machen. Geht klar, ich bin auf meinen Mount gestiegen. Ach, das habe ich nicht nötig. Ja, wir wollen ja nur eben schneller das Level abmachen. Und wir wollen die Folge ja nicht so krass in die Länge ziehen. Ja, komm. Also, sonst musst du 3 Stunden wieder bearbeiten. Wäre auch nicht so geil. Da habe ich ja kein Problem mit. Bis diese Folge mit dem Bearbeiten dran ist, ist sowieso wieder Ferienzeit, also. Ah, okay. Und währenddessen speicherst du die halt die ganze Zeit auf deiner Festplatte? Ja. Und wie groß ist so eine Folge? Eine Folge hat 30 bis 70 Gigabyte. Alter. Ja. Vollste Qualität, damit das gut aussieht, wenn es auf YouTube landet. Das ist ganz schön viel. Ja. Aber ich habe genug Speicher auf der Festplatte. Und es wird alles auch noch komprimiert. Ich habe automatische Komprimierung für diese Partition an. Okay. Ja, sonst wären es über 100 Gigabyte pro Folge. Jo. Ich habe Level up. Ja, ich noch nicht ganz. Ich sag gleich schon, oh Mann, wir werden ja heute noch Level 50, dann habe ich keine neue Waffe. Ich brauche die. Ja, ich steig jetzt auf Boss Drops um, scheiß drauf. Dann brauchst du die Cruzeos. Ist das die Level 50er Waffe? Ja. Die wir in der Hoffnungsbrücke versucht haben zu droppen? Ja. Okay. Guck gleich, was ich auf Tactical Boss alles habe, jetzt ob ich mal verkauft habe, kann ich mir die holen. Ich schau, ob ich Mega Boss-Würfel habe und öffne die erstmal. Komm, die machen wir, oder? Jo. Da mache ich jetzt aber kurz einen Schnitt, bis sie tot sind. Bis gleich. So, Feldboss besiegt, wir sind wieder da. Hallo. Ich öffne den Würfel. Und ich bin direkt AFK, weil ich kurz bei dem Fernseher ein bisschen leiser machen werde. Haukili-daukili. Ach oh, scheiße, jetzt habe ich aber auch meine Sitzposition hier und so und komme hier nicht raus. Fuck. Aha. AFK.
So. Mach ich noch kurz das Level ab. Meine Güte. Wie viele Gegner brauche ich für ein Level ab? Geht doch. So, und mit diesem Level ab verabschiede ich mich für diese Folge. Auch ein Tschüss von David. Bis dann.